Ja, hallo liebe Waldfreunde, heute mal mit meinem fast neuen Mountainbike unterwegs. Hat einfach viele Vorteile, dieses Ding. Ich bin sehr froh, dass ich es habe. Ja, im Gegensatz zum Auto natürlich viel wendiger und ich bin sogar schneller und staubt die Leute nicht so zu, wenn ich an denen dran vorbeifahre. Ganz, ganz positiv. Und was mir ganz wichtig ist, natürlich auch so ein bisschen das Fahrradfahren im Wald selbst erleben, weil nur das, was ich selbst erlebe, mit den Leuten kann ich dann auch ganz anders reden. Das ist genauso wie mit dem Hund. Wenn man einen Hund hat, dann kann man auch die Hundebesitzer viel besser nachvollziehen. Was absolut klasse ist, dass dieses Bike mir der Bielewaldverein zur Verfügung gestellt hat. So ein paar Sachen fehlen mir allerdings noch daran. Die werden jetzt noch nachgerüstet, sodass es auf mich perfekt zugeschnitten ist, das Mountainbike. Ja, und dann ist es das perfekte Rangerbike. So wie ich es für den Dienstalltag brauche. Herzlich willkommen hier bei unserer Wittig Fahrradmanufaktur. Im Hintergrund ist schon das Rad vom Ranger, was wir gerade noch spezifizieren, speziell auf ihn. Freud hat mich angesprochen, ob wir den Bielewald und den Ranger nicht unterstützen. Und als Bielefelder oder Bielefelder Unternehmen, wir sind ja seit 1922 hier vor Ort tätig, was für uns natürlich eine Selbstverständlichkeit, das Projekt zu unterstützen. Weil wir sind ja als Privatmann im Wald, ich bin Fahrradfahrer, ich jogge gerne und letztendlich habe ich auch einen Hund. Insofern weiß ich den Wald zu schätzen und weiß, wie wertvoll er doch für uns, für uns alle ist, gerade in dieser schwierigen jetzt auch Corona-Zeit. Insofern war für uns selbstverständlich, dass wir einsteigen, zumal wir, wie gesagt, auch die Möglichkeiten haben, Fahrräder individuell anzupassen auf den jeweiligen Fahrer. Hier im Beispiel jetzt das Rad von dem Ranger, aber auch andere Themen sind machbar. Insofern war das für uns eine Ehrensache, da mitzumachen und den Bielewald zu unterstützen und damit auch den Ranger.